Okay, Leute, was ist, wenn ich euch sage, dass es einen Weg gibt, wie ihr wirklich gratis Robux bekommen könnt, ohne diese 10 Robux Verkaufsgebühr auszugeben? Ihr alle kennt ja schon Donate Me, Donate Us, Please Donate und so weiter, diese ganzen Donate-Spiele, bei denen ihr T-Shirts an Ständen verkauft, um Donations zu bekommen. Aber viele Leute haben entweder gar nicht die 10 Robux, um überhaupt ein T-Shirt hochzuladen, oder wissen gar nicht, wie man die Shirts am Handy hochlädt. Für diese beiden Probleme werde ich euch heute aushelfen, weil es gibt ein Spiel, das heißt Donate Us. In dem bin ich gerade drin. Und in diesem Spiel könnt ihr nicht nur T-Shirts, Shirts und Pants verkaufen, hier könnt ihr auch Gamepässe verkaufen. Und Gamepässe sind 100% kostenlos. Und das werde ich euch gleich auf einem anderen Account zeigen, der komplett neu ist, auf dem ich keine Robux habe. Und wir werden mit dem Account gleich Robux verdienen. Doch bevor das Video losgeht, liked das Video, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das Ganze funktionieren kann. Also das große Problem bei dem ursprünglichen Game Please Donate war, dass man nur Shirts, Hosen und T-Shirts verkaufen konnte, die alle jeweils 10 Robux kosten. Ich habe kurzzeitig gedacht, dass T-Shirts kostenlos sind, aber nachdem ich dann mein Video dazu gemacht habe, wurde mir gezeigt und dann habe ich es rausgefunden, T-Shirts hochladen ist zwar kostenlos, aber T-Shirts verkaufen kostet auch wieder 10 Robux. Also kommt man da nicht darum herum. Ich kam um diese 10 Robux-Fee herum, weil ich mein T-Shirt schon vor einiger Zeit hochgeladen habe, wo es noch komplett kostenlos war. Aber inzwischen geht das nur, indem man 10 Robux ausgibt. Aber ich habe ja euch oft gesagt, es gibt Wege, um gratis an Robux zu kommen, und zwar Spiele zu entwickeln. Und in diesen Spielen kann man dann Gamepässe, Developer-Products verkaufen oder einfach Premium-Auszahlungen bekommen. Und das machen wir uns jetzt zunutze, weil diese Gamepässe und diese Developer-Products, Developer-Products glaube ich nicht, aber die Gamepässe, die kann man überall verkaufen. Ihr könnt in jedem Spiel einen Gamepass von anderen Spielen verkaufen, wenn ihr wollt. Und das ist in diesem Spiel hier möglich. Ihr könnt einfach einen Gamepass erstellen, auch ohne Roblox Studio, ohne PC, ohne Laptop. Das geht auch am Handy und das werde ich euch auch gleich am Handy zeigen. Ihr könnt den Gamepass hochladen, für so viel Robux einstellen, wie ihr wollt. Es kostet euch nicht einen einzigen Robux, das verspreche ich euch. Und den könnt ihr dann hier drin verkaufen. Ah, da haben es Leute zu mir geschafft. Augenblick. Okay, hier sind wir schon angekommen bei The Rock. Und ich gehe einmal kurz zu einem Stand und klemme den Stand, weil wie dieses Spiel funktioniert, solltet ihr inzwischen alle schon wissen. Ihr geht zu einem Stand, da steht Booth is free, also drücke ich hier einfach E, um ihn zu claimen. Jetzt steht hier Donate Us und hier sind meine T-Shirts und Shirts, aber nicht meine Gamepässe. Warum? Weil es ist sehr schwer herauszufinden, was für Gamepässe jemand schon erstellt hat. Aber ihr könnt die Gamepässe selbst hinzufügen. Ich zeige euch jetzt erstmal die grobe Handhabung. Dafür gehe ich einmal kurz auf die Roblox-Seite, gehe auf mein eigenes Profil, auf das Tutorial-Game, für das ich schon mal Gamepässe erstellt habe. Wie man Gamepässe erstellt und das alles macht, das zeige ich euch gleich noch. Aber ich zeige euch jetzt erstmal grob, wie es geht. Und hier könnt ihr auf Shop gehen und seht die Gamepässe, die ich schon erstellt habe. Wir sind heute mal richtig gierig und gehen auf diesen Admin-Gamepass hier. Ich kopiere mir die ID hier oben aus dem Link raus. Also in diesem Link nach game-pass/. Diese ID, die kopiere ich mir raus, gehe dann wieder in Roblox rein, stelle mich an den Stand, drücke E und gebe hier jetzt die ID einfach ein. Dann drücke ich auf Add to Booth und jetzt habe ich den Gamepass für 1000 Robux hinzugefügt. Ich selbst kann ihn natürlich nicht kaufen, weil ich ihn schon besitze. Aber ihr seht, man kann Gamepässe hinzufügen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das am Handy von null auf macht. Und zwar mit einem neuen Account. So, und jetzt bin ich am Handy. Hier seht ihr die Roblox-App. Aber wir gehen nicht über die Roblox-App rein, sondern über den Browser. Ich nutze dafür den Safari-Browser. Ihr könnt auch euren eigenen Browser nehmen. Es ist vollkommen egal. Ich drücke hier unten auf einen neuen Tab und suche jetzt nach Roblox.com. Dann kommen wir auf die Webseite von Roblox. Wir stimmen natürlich allen Cookies zu. Hier steht In-App fortfahren, aber das wollen wir nicht. Ich drücke hier unten auf das graue In-Browser fortfahren und melde mich jetzt mit dem Account ConnyBoss7 an. So, die Anmeldung war erfolgreich. Jetzt bin ich hier mit ConnyBoss7 drin und als allererstes müssen wir einen Gamepass erstellen. Dafür gehe ich hier oben auf der Webseite auf Erstellen. Dann kommt diese ganze Roblox Studio Werbung, die ich schon öfters angesprochen habe. Erschaffe alles, was du dir vorstellen kannst. Bla, 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 bla. Doch wie kriegt man diese Werbung weg? Wir müssen jetzt in den Desktop-Modus wechseln. Das macht jeder Browser anders. Ich drücke dafür hier unten bei Safari auf diese zwei A's. Bei anderen Browsers müsst ihr auf was anderes drücken. Wahrscheinlich auf die Einstellungen oder ähnliches. Und drücke auf Desktop-Webseite anfordern. Und nun bin ich auf der Desktop-Webseite. Und da kann ich unter Erstelle etwas auf meine Erlebnisse verwalten klicken. Bin dann bei meine Erlebnisse verwalten. Und hier seht ihr, habe ich zwei Erlebnisse drin, weil ich mit diesem Account schon mal dieses Beenden Sie Obby für Geld Ding gemacht habe, um zu zeigen, wie einfach das ist. Aber was ihr auf jeden Fall habt, ist euren eigenen Place. Hier steht ConnyBoss7 Place. Euer wird so heißen mit eurer Roblox-Accounts Place, weil dieses Spiel wird für jeden Roblox-Spieler neu erstellt. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Dann kommen wir zu Configure Experience
Und wir können dir jetzt einige Sachen einstellen. Wir können Developer Products erstellen, aber Developer Products bringen uns nicht viel. Wir gehen hier jetzt mal nach rechts rüber auf dieses Zahnrad und gehen dann auf Create Pass. Hier können wir einen Game Pass erstellen. Und wenn wir jetzt hier bei Create Pass sind, steht hier Target Experience, Conniboss 7's Place. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, dieses Spiel halt auch euch gehört. So, nun müssen wir noch eine Bilddatei auswählen. Dafür gehe ich einfach auf Datei auswählen. Dann sage ich Fotomediathek und wähle dann irgendein Bild aus, das ich gemacht habe. So, den Passnamen müssen wir dann auch anpassen. Der wird von dem Bildnamen übernommen. Dafür gehen wir einfach rein und schreiben dann Donation. In die Beschreibung könnt ihr auch Donation schreiben. Dann klicken wir auf Preview. Das lädt kurz. Und dann steht hier Name, Donation, bla bla bla, Verify, Upload. Drücken wir rauf und der Game Pass wurde erfolgreich erstellt. Nun müssen wir ihn nur noch zum Verkauf anbieten. Dafür scrollen wir hier wieder nach rechts, gehen dann auf das Zahnrad und dann auf Configure. Ihr seht, ich habe bisher noch keinen einzigen Robux ausgegeben. Dann sehen wir hier einige schöne Sachen, können hier das Bild anpassen, Beschreibung, Namen anpassen, wie wir möchten. Gehen hier oben auf Allgemein, dann auf Angebot und sagen Item und Angebot. Und wir sagen jetzt einfach mal, das Ding soll 77 Robux kosten. Drücke ich auf Speichern. Erfolgreich aktualisiert. Er hat mich wieder nicht gefragt, ob ich Robux dafür ausgeben will. Und wir haben das Ding erstellt. Jetzt kann ich zu Infos gehen. Bin dann auf der Seite, wo man diesen Game Pass ansehen kann. Und drücke hier unten mal auf die Domain. Und hier sehen wir dann dieselbe Domain drin, wie vorhin auch bei dem Game Pass. Hier ist die ID. Die kopiere ich mir raus. Ich drücke auf Kopieren. Und jetzt gehen wir einfach mal in Roblox rein. Dafür kann ich jetzt hier oben wieder auf Roblox öffnen gehen. Und dann öffnet sich die Roblox-App für mich. Und in der Roblox-App bin ich noch mit meinem Account angemeldet. Also melde ich mich da immer kurz ab. Ich gehe hier unten auf die drei Punkte. Dann auf Abmelden. Abmelden. Und melde mich dann an mit Conniboss 7. So, ich melde mich mit Conniboss 7 an. Derselbe Account. Und suche jetzt nach dem Spiel Donate Us. Gesucht, gefunden, erstes Ergebnis, gehe ich rauf. Das ist Donate Us. Da steht es auch Game Pass Support. Ich drücke hier auf Play und es geht ins Querformat über. Jetzt bin ich in Donate Us drin, auf einem anderen Server als mit meinem Hauptaccount. Gehe dann hier zu Booth is Free, klick auf Claim, Loading Data for Conniboss 7. Das lädt gerade ein bisschen. Okay, und das Spiel hat rausgefunden, ich besitze gar keine T-Shirts. Ich habe keine T-Shirts, ich habe keine Hosen, ich habe keine Pants, weil die kosten ja alle 10 Robux. Ich gehe hier trotzdem ran und drücke dann auf Add Items. Tipp hier rein, tipp hier nochmal rein, wähle dann einsetzen, dann nehmen wir die ID, dann drücke ich hier unten auf Enter und auf Add to Booth und der Game Pass wird hinzugefügt. Und so fügt man dann seine eigenen kostenlosen Game Pässe zum Spiel hinzu und kann Donations auch am Handy bekommen und das ohne auch nur einen Robux dafür ausgeben zu müssen. So einfach ist das. Ich hoffe, das hat jetzt all eure Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man das am Handy macht. Ich weiß, es ist ein bisschen umständlich, dass ihr euch auf der Webseite anmelden müsst, aber ihr müsst euch halt auf der Webseite anmelden. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, braucht ihr nur die ID und müsst ihr immer wieder hinzufügen. Und vielleicht kommt bald sogar ein Update, das automatisch eure Game Pässe hinzufügt, weil dieses Spiel hier wird noch aktiv geupdatet und immer weiter verbessert. Da gibt es jetzt schon ein paar Stalker, die mich verfolgt haben. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!